Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Yoshi's Woolly World, Part Nummer 38. Ja, im letzten Part hatten wir mit Schmatzspinnen zu tun, die einem knutschen wollen, und Yoshi hat ihm gleich mal Zunge gegeben. Und ja, wir haben halt fast alles gefunden, bis halt auf eine Münze, eine Miiverse-Stempelmünze. Und einmal nochmal durch, weil ich halt nicht die alle voll Leben hatte. Muss ich auch noch, aber das mache ich dann wieder offscreen. Ihr wisst ja. Und ja, dann haben wir hier ein neues Level, was aussieht wie ein Kissen. Wie ein Nadelkissen. Und dann gucken wir mal. Was haben wir da? Schnappnahtgebirge. Okay. Hört sich mehr wie etwas an, was wieder auseinanderbrechen kann. Also im Sinne von Gebirge und hier... Ja... Schnappnaht, das heißt, das hört sich, also so vom Anhören hört es halt immer so an, als ob da gleich irgendwas, ja, abgeht. So, die Musik kennen wir noch. Ich meine, gut, ist ja normal, dass auch hier und da sich mal das eine oder andere Musikstück wiederholt, deswegen ist es nicht so schlimm. Was ist das denn? Oh. Ach, das ist mit Schnappen gemeint. Aber das Dumme ist jetzt, wird er wieder normal? Ich warte gerade extra. Ah, okay. Alles klar, also man muss sozusagen die dann als Plattform benutzen. Okay, verstehe. Nicht zu hoch, nicht zu tief, gell? Na, das war zu hoch. Nö. Ja toll, jetzt hänge ich ja schon am Anfang fest. Aber man sieht übrigens, wie das ja gemacht ist. Man hat eben sozusagen die, ja, die Fäden durch die Löcher gezogen und hat die dann an der Wand festgetackert. Vor allem, der Blick dann vorher von dem Vieh, gell? So, jetzt aber. Ah, Kugelwilli, okay. Und Shy Guy da unten. Haben alle ihren Spaß. Na, Herz, die wollte ich eigentlich haben. Okay. Neue Plattform. So muss das. Also bisher sieht das Level relativ schlicht aus, halt mal abgesehen von der neuen Idee mit diesen Teilen, die man da treffen muss, damit sie halt eine neue Plattform bilden, sage ich mal. Jetzt schießen sie doch mal in eine Richtung. Ach, die Kanone dreht sich um. Okay, ja. Eieiei, okay, ich sollte eigentlich ruhig sein, weil ich glaube... Hallo? Was war das denn jetzt? Yoshi macht einfach mal instant. Ist natürlich die Frage, ob man da nochmal weiter hochkommt. Oder ob das jetzt nur dafür gedacht war, dass man halt... den Kugelwilli nutzt, dass man dann halt an die Blume kommt. Na, Kettenhund, Kugelwilli, schieß mal. Ja. Ja, ich schätze mal, dass es extra dafür gedacht war. Denke ich mal. Sieht nicht unbedingt wie ein super großes Geheimnis aus. Aber jetzt bin ich neugierig. Weil für irgendwas muss ja der Kugelwilli da sein, deswegen. Na, komm mal her. Ne, ist aber nichts. Okay, alles klar. Aber Hauptsache nachgeguckt. Okay. Na, es hat eben im ersten Moment ausgesehen, als hätte ich nicht getroffen. Oh. Okay, gleich mal rein da. Oh, direkt Bonus. Ist natürlich immer noch die Frage, ob vielleicht ein neues Bonus-Ding kommt oder ob mal wieder was Wiederholtes ist. Wir hatten ja schon Meerjungfrau, wir hatten Riesen-Yoshi, wir hatten das Motorrad. Was hatten wir noch alles? Ach, den Schirm, den hatten wir ganz am Anfang. Ja, okay. Drücke B, wenn der Schirm zu öffnen und so zu gleiten. Achso, weil er immer nach unten oben geht. Okay, alles klar. Die Shy Guys. Ui! Das war jetzt ein bisschen zu schnell hier. Das ist gar nicht so... Ich hoffe, dass ich am Anfang es verpasst habe. Na?
Ich versuche mich gerade nur auf die Perlen zu konzentrieren. Auf alles andere gucke ich gar nicht. Und zwar gucke ich gleichzeitig auf die Höhe von Yoshi. Na. Das ist ja gemein hier. Also so von der Trefferrate her. Okay. Achso, ich muss den öffnen, damit er dem Wind folgt. Alter, okay. Uiui, das ist nicht so leicht. Deswegen bewegt er sich dann auch so komisch. Weil wenn es dann so im Kreis geht, dann und man geöffnet ist, dann macht er das viel schneller. Ah, okay, verstehe. Also solange man nicht unbedingt offen ist, ja, man sieht's ja. Ich kann natürlich auch nach vorne drücken, damit es ein bisschen schneller geht, aber ich möchte natürlich nichts verpassen. Aber wenn ich was verpasse, dann weiß ich ja zumindest, dass es dann hier der Fall war. Uiui. Vor allem, wie schnell es geht hier. Teilweise zu schnell. Na, Achtung. Na, ja gut, da war ja aber nichts, gell? Ui. Nochmal. Gehst du da rein? Ja, ich glaube zwar jetzt nicht, dass es mir von der Zeit erreichen wird. Naja, nee. Verdammt. Okay, aber die Perlen, die da umkreisen, sind nicht so wild. Also ich denke nicht, dass da irgendwas versteckt ist. Sondern dass da vielleicht nur am Schluss, kurz vor dem Ziel, noch was sein kann. Weil selbst diese großen Perlen, die man am Anfang einsammelt, selbst die sind ja nicht unbedingt. Also selbst nicht jeder von denen hat hier einen, Stempel drin. Also jetzt speziell die hier. Oder doch? Ich habe nicht drauf geachtet. Nee, seht ihr? Nicht jeder hat. Okay, aber man wird ja besser. Das ist ja immer so das Schöne daran. Man sieht ja gerade, wie ich hier so ein bisschen abgehe, gell? So geht wieder, weil zu viele Perlen auf dem Screen sind. Und jetzt gehe ich hier gerade mal so ein bisschen ab einfach mal. Jetzt reicht es nämlich auch von der Zeit her, dass ich auch die Perlen hier einsammle. Na komm. Nein! Oh. Na gut, man könnte ja nochmal reingehen, gell? Mach ich das auch einfach. Ich mach's einfach, weil ich will dann am Ende nochmal gucken, dass ich da an diese eine Perle komme. Das Schöne ist nämlich, eigentlich hätte ich es auch gleich durchziehen sollen, weil jetzt ist ja alles, was man jetzt eingesammelt hat, schon bereits eingesammelt. Und dann sieht man ja, was man verpasst hat in dem Sinne. Achtung. Aber die Zeit ist natürlich noch da, gell? Muss ja. Nachteil ist natürlich nur, dass man halt jetzt nicht unbedingt jetzt... Also nichts hat, wo man groß folgen kann. Achtung. So, ich hab mir auch alles. Jetzt sind wir schon am Ziel, okay. Ja, aber ich hab's, glaube ich, noch gekriegt, oder? Hat es gezählt? Ich schätze mal. Also ihr habt gesehen, dass ich es eingesammelt habe, aber ich habe jetzt leider nicht auf die Anzahl geachtet, wie viel ich hatte. Ja gut, werden wir ja merken dann, gell? Wir sind noch relativ am Anfang, wir haben schon 7. Das ist immer dieser große Unterschied, wenn man halt ein Level anfängt und dann erstmal an einem Bonus-Level hängt, gell? Aber ich muss natürlich auch gucken, gerade weil ich ja hier mehr Plattform baue mit denen, dass ich dann immer auf meinen Wolfvorrat achte. Deswegen soll ich da immer so ein bisschen mich, ja, mit den Kugelwillis hier satt essen, sage ich mal. Na, dann nicht. Ja, wobei, ich glaube, den ersten Abschnitt haben wir soweit überlebt, sage ich mal. Das war ja nur der erste Abschnitt, gell? Achtung, falscher Knopf. Kurz am Kopf gekratzt, Pause gedrückt und dann gemerkt, oh, falscher Knopf und ja. Ja, aber ist auch eine interessante Idee mit dem, dass man halt Gegner als Plattform hat, die man dann erstmal treffen muss. Das erinnert einen auch so ein bisschen an Mario Sunshine. Da gab es ja auch die Möglichkeit, mit Yoshi Plattformen zu bauen, indem man halt Gegner abgeschossen hat. Auch wenn es ein bisschen komisch ist, dass man halt Fische oder Geister abschießt, die dann halt zur Plattform werden. So, eins fehlt uns ja noch vom Anfang.
Na, scheißegal, was machst du da oben? Ah, du versteckst was. Alles klar. Ich finde übrigens auch interessant, wie die Hitbox hier ist von Yoshi Woolly World. Weil meistens ist es ja so, dass der Gegner einen von der Seite halt berührt, aber es trotzdem noch als Draufspringen zählt. Da gibt es ganz andere Spiele, wo dann halt von der Seite auch wirklich noch ein Treffer ist. Na. Na, okay, verstehe. Also auf einen Kugelwedi drauf und dann nach oben rein. So, alles klar. Ui. Okay, verstehe. Oh, ich wollte nicht wieder raus. Wieder rein da. Weil ich nach unten gedrückt habe beim Schlucken. Aber ich muss ja nur die... Ja. Stimmt, ich muss ja eigentlich nur die Wolken treffen, ohne die Kugelwillis zu... Ja, zu beachten. Und wieder weg. Tschüss. Wobei... Wartet. Ich muss nochmal rein. Wenn das hier schon so aussieht, würde ich nochmal gerne in die Mitte werfen. Okay, da ist nichts. Alles klar. Nur zur Sicherheit. So, da heißt es, ein Level irgendwas mit zuschnüren. Und dann sind hier mehr Kugelwillis als alles andere. Aber sowas erwartet man ja eigentlich auch, wenn man halt schon langsam Richtung Finale geht, dass halt mehr Gegneraufgebot kommt, sag ich mal. So, lass ich mal da hoch hier. Alles klar. Okay. Plattform-Power. Achtung. Aber die Idee ist halt interessant, weil da wird auch gleichzeitig noch ein bisschen geübt, dass man halt auch noch wirft. Und nicht nur noch rumspringt. Auch wenn ich natürlich... Oh. Ich habe eine Blume übersehen. Warte mal, eine Blume habe ich ja in dem Bonus-Ding eingesammelt, gell? Also hier in der Röhre. Also irgendwo davor. Habe ich hier wieder irgendwo eine unsichtbare Wolke übersehen? So, hier war die Röhre, okay. Also irgendwo davor muss ich dann gewesen sein. Das war gemein. Genau in dem bin draufgesprungen, als der Kugel wieder rausgekommen ist. So, das war aus Versehen mit dem nach unten drücken, weil, ja, schlucken und ducken und Klo und Co. Wo ist hier was? Ja gut, gerade bei den ganzen Kugelwillis ist natürlich auch so die Sache, dass man hier auch sehr leicht das Gefühl bekommt, da wo die Kugelwillis rumfliegen, da wäre nichts, aber, ja. Ist ein bisschen gemein jetzt. Die erste Blume hatten wir am Anfang, also vor dem Checkpoint gefunden, gell? Ja, ist halt jetzt die Frage. Es muss ja irgendwo davor sein. Ja, ich denke mal, dass es aber auch wieder eins von diesen Verstecken werden wird. Ja, ihr merkt schon, ich springe ja eigentlich wirklich überall rum. Dass das dann ich dann wohl wieder mit einem, ja, mit einem Wollknäuel suche. Es sei denn, irgendwo davor hatte ich doch noch was verpasst. Also hier halt in dem Gebiet. Na gut, werden wir dann halt beim nächsten Mal feststellen. Wobei mir gerade die Plattform da ein bisschen komisch vorkommt. Wartet mal ganz kurz. Na, kann man da rein? Ah, okay. Alles klar, gut. Ja, immer auf die auffälligen Sachen achten, gell? Die auch manchmal unauffällig sind. Sehr schön, okay. Gut, dass ich mal zurückgegangen bin. Jetzt darf ich natürlich nur nicht runterfallen, weil sonst kann ich alles nochmal neu machen. Weil ich habe ja bewusst den Checkpoint nicht, ich sollte mir angewöhnen, nur noch einmal nach unten zu drücken. Was ist los mit mir? Hä, dass ich halt jetzt, ja, dass ich dann danach speichern kann, nicht davor. Weil diese schwarzen Plattformen, die lassen sich ja wirklich durchspringen und das ist halt der große Unterschied. So, alles klar. Gut, dass ich immer wieder mal hin und wieder mal nachgucke, ob ihr euch was verpasst habt, gell?
Obwohl man sie eigentlich oben links ja direkt mal gezeigt bekommt, aber... Okay, schöner Wasserfall. Dass man dann halt... Ja, dass man eigentlich auch ohne Start drücken das sieht. So, okay. Auffällig. Okay, es gibt zwei Wege wieder. Und ich sehe schon, den muss ich so platzieren, dass ich dann so da dran springen kann. Okay. Okay. Der Gegner denkt sich bestimmt auch hier. Geht doch endlich mal runter von mir. Kein Wunder, dass er so sauer ist, gell? Wobei ich eigentlich das Gefühl habe, dass vielleicht da oben auch noch was sein könnte. Aber nee, dann wird's transparent werden, wenn ich dran springe. Okay, alles klar. Alles klar. So, komm mal her, du Plattform. Okay, die muss man doppelt benutzen. Okay. Ei, ei. Ja, verstehe schon, aber wir sehen auch schon. Oh, das war eine große. Da oben ist auch noch was. Komm ich auch wieder runter? Ja, okay. Immer so die Überlegung, ihr wisst ja, wie es ist. So, lass mal durch hier. Da-di-da-dim, da-di-da-da-dam. Wie schnell man sich aber auch daran gewöhnt hat, wenn man dann in ein Level ist, wo was Neues vorkommt. Und man dann halt... Oh, okay. Also wurden wir uns jetzt relativ schnell daran gewöhnt, dass halt bei neuen Gegnern... Oh, die kann man auch zuschnüren. Ach, interessant. Ja gut, es kann vielleicht sogar sein, dass wir jetzt die Kugel wie die Kanone jetzt auch in unserem... Ja, in unserem Museum gespeichert haben. Also was ich sagen wollte, ist, dass man halt sich relativ schnell daran gewöhnt, dass halt jetzt hier die Gegner halt hier... Es sollen ja eigentlich Gegner darstellen. Aber dass man die halt wirklich so dann immer abwirft, dass man sie halt da als Plattform benutzt. Ah, da oben ist noch was, okay. Ist überall was. Ah, okay. Das wäre dann eher als Secret gewesen, okay. Aber da muss man ja sowieso lang, oder? Ist mal so überlegt. Oder? Ja, muss ja. So, aktuell sieht es eigentlich noch gut aus hier von den... Vom Sammelzeug her. Mal hier noch irgendwas? Ne, okay. Achtung, stimmt, das ist ja gar kein Boden. Na, Shy Guy, mein kleiner bester Freund. Achtung. Und da haben wir schon mal die letzte Blume. So, kleine Hauptsache hier. Und jetzt muss ich mal ganz kurz warten, bis der sich wieder hier entschnürt, dass ich hier auch weiterkomme. So, einmal. Es hat halt echt so eine Mischung aus warten und halt schnell sein im Sinne von, dass man halt auch wirklich, ja, dass man die im richtigen Moment trifft und gleichzeitig eher sie nicht wieder lebendig werden, sag ich mal. Okay, eins fehlt da noch. Da haben wir nix. Ah, okay, die wollen es noch wissen am Ende. Okay. Ja, wie gesagt, ein Wollknäuel fehlt ja noch. Deswegen gehe ich mal vielleicht davon aus, dass es hier noch vorkommt. Oder auch nicht. Wo hätte ich denn jetzt dieses Wollknäuel übersehen? Hm. Vielleicht da unter mir? Ja gut. Selber schuld. Na gut. Oder vielleicht hier irgendwo zwischendrin, wo die halt ja sich die ganze Zeit bewegen. Oh, den haben wir schon getroffen. Ne, da ist definitiv nichts. Ja gut, dann
wieder irgendwas übersehen, gell? Ich meine, ab einem gewissen Punkt ist es ja, glaube ich, schon fast normal, dass es passiert, aber ja. Achtung. Ich sag's ja, mit der Geduld und gleichzeitig halt im richtigen Moment treffen, damit man halt sie trotzdem noch als Plattform benutzen kann. Vielleicht ist sie doch irgendwo da hinten und ich habe jetzt nur Angst, weil es halt jetzt das Ziel hier ist. Ah, okay, doch, okay. Aber dann fehlt mir trotzdem jetzt noch ein... Ja, mal wieder eine... Der Trend geht weiterhin mit dem einmal Perle und einmal... einmal hier... Wie wär's Münze? Und einmal sich treffen lassen. Aber beim Treffer bin ich ja wirklich selber schuld gewesen. So. War gut. Man merkt halt wirklich, wenn man sich ein bisschen gut umguckt, dann hat man doch wirklich jedes Level so um die... Ja... Um die 20 Minuten. Und dann mal wieder ein Bonusspiel. Vielleicht mal wieder ein neues... So, Hauptsache, wir haben die ganzen Wolken, damit wir unseren neuen Yoshi sehen. Auch wenn es da langsam was sicher ein bisschen von den Namensgebungen her nicht mehr wirklich am Level angepasst ist, sondern einfach nur so. Okay, ganz gemütlich. So, ein bisschen richtig werfen, dann passt das auch. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich hier wirklich unbedingt jetzt, einen Rekord aufstellen müsste oder sowas in dem Sinne. Aber man sieht halt, gerade wenn man sich das Level hier jetzt besonders anguckt, dann merkt man ja eigentlich, dass es ja für zwei Spieler gedacht ist, dass halt einer links, einer rechts steht und die halt dann, je nachdem, wo sie halt hinwerfen, dann halt auch schneller sind. So, ja. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Was haben wir hier für ein Yoshi? Die Farbgebung her könnte, jawohl, keine Ahnung. Ja, irgendwas ist das jetzt. Ein Blitz-Yoshi. Also, ihr wisst schon, was ich meine hier mit den Namen. Das hat überhaupt nichts mit dem Level zu tun, aber man hat halt einfach jetzt mal einen Blitz-Yoshi, okay. Genauso wie ihr hier den, was war das, Mondschein oder Nachthimmel-Yoshi, irgendwas? Abendhimmel? Ja, okay, aber nicht so wild. Dann hoffe ich, hat der Papi wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Yoshi's Woolly World sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.